Superwaffe einsetzen kann. Geht. Ja. Es gibt einen geheimen Weg durch die unterirdischen Gänge unter der Stadt. Folgt dem alten Highway durch die Berge zum Forschungslabor. Schnell. Ja, super. Und woher auch immer haben wir gerade diesen Trank und das Quartz bekommen. Alles läuft nach Plan. Die Streitkräfte der Genom Wolverine gerade zum letzten Schlag aus. Bald schon wird Ankara fallen. Und Genoms Truppen werden durch den Krieg geschwächt sein. Dann wird uns nichts mehr davon abhalten können, das Korps zu erreichen. General Kalle, berichtet mir. Die Schlüssel sind in unserer Hand, Lord Doskias. Die Weisen haben schon mit ihrer Untersuchung begonnen. Der Kaiser wird außer sich sein, sie ihm vor der Nase wegzustellen. Sieht echt aus wie Wolverine, mein Gott. Habt ihr Angst vor dem Kaiser, Balkan? Kriegt ihr vielleicht kalte Füße? Genug. Der Kaiser wird es nicht wagen, mir zu trotzen. Mit den Schlüsseln in meinem Besitz werden uns die Geheimnisse des Korps nicht länger verschlossen bleiben. Aber die alten Prophezeiungen besagen, dass man die Geheimnisse des Korps nur während der Konjunktion entschlüsseln kann. Und die nächste findet erst in einigen Jahrzehnten statt. Was bringen uns die Artefakte jetzt? Narr! Unser Plan wird die Konjunktion in unsere Zeit bringen. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Ja. Schön. Ach, jetzt gehst du auch noch völlig nichts sagen weg. Gut, dass wir diese Sequenz so lange hinausgezögert haben. So. Ist euch übrigens mal aufgefallen, dass der liebe Doskias, wenn er von einem Schauspieler, wenn es einen Film über Septara Corps geben würde, was es natürlich niemals geben wird, ganz wunderbar von Al Pacino gespielt werden könnte oder sollte. Weil er hat genauso lustige, kantige Gesichtszüge wie Doskias. Also nicht ganz so schlimm, nicht ganz so schlimm zerfurcht, aber irgendwie letztendlich schon. Und wir haben übrigens wieder neue Gegner. Den kennen wir ja schon von den diesen Röhren, als wir auf Terra 3 gingen. Zack. Und diese hier kennen wir noch nicht. Machen wir ganz lustige, eklige Geräusche. Ach ja, ich vergaß zu sagen, dass Led ungefähr genauso unnütz ist wie Grub, was Nahkampf angeht. Allerdings kann sie etwa genauso gut zaubern wie Grub. Oh. Maya macht dafür ordentlich Schaden an den kleinen Krabbelviechern. So, du kümmerst dich um den mal. Du machst offensichtlich viel zu wenig Schaden. Also sozusagen jetzt unsere, die Maya, unsere Carrie, könnte man sagen. Also die Frau mit dem vielen Schaden. Oh Gott, ist das schlecht. Komm, mach's nochmal, Babe. Kaputt. Einmal du. Einmal du. Und wenn es klappt, dann wäre es nochmal Led gewesen, aber gut. Und übrigens, Led lässt sich vollständig mit Brot heilen, ganz nebenbei. Was wollte ich gerade machen? Ach ja, weitergehen. Ach nein, ich wollte gucken, ob ich den Leuten irgendwas geben kann. Du kannst eine Feuerwachtel und einen Silberklee haben. Ist eigentlich völlig unnütz, beides. Hier, nimm Silberklee-Kapsel. Genau, ach ja, ich könnte mir aufrüsten. Zu einer Met-Kapsel oder einer Metallkapsel. Oh, die ist noch geiler. Dann nimm mal die Metallkapsel, hast du richtig schönen Schaden. Bringt es eigentlich irgendwas an deinem Modell? Nee. Ein Motor kannst du haben, einen Met-Motor und eine Hartkapsel, ja, keine Ahnung, haben wir schon. Du kannst die unnütze Feuerwacht haben, weil das Einzige, was übrig ist. Eine Lederweste kann man setzen durch nichts. Diesen leichten Schraubenschlüssel, wir haben leider keinen anderen gekauft, weil wir kein Geld mehr hatten. Dann gepanzert, ja, Led, du wirst also eine Weile unnütz bleiben, ganz toll. Dafür ist jetzt Warner etwas besser gepanzert und hat einen besseren Motor drin. Sieht man auch schon, wie beschwingt er sich auf den Weg macht. Ah, und wieder drei Fladen sogar. Den dritten gar nicht gesehen, Entschuldigung. Zack. Was kannst du eigentlich noch so? Achso, Led ist doch etwas geiler als Grub trotzdem. Also nicht nur, weil sie eine Frau ist, sondern auch, weil sie schon mal mit einem einzigen Bike sozusagen reparieren kann. Dann hat sie ein Werkzeug, einen WZ-Stoß, was auch immer das sein mag, und einen WZ-Hieb. Was ich genauso wenig deuten kann. So, mach's mal kaputt, bitte. Und Runner kriegt nur zwei Balken voll, weil das mir sonst einfach zu lange dauert. Jetzt nur noch Geschwindigkeit 35. Und nee. So geduldig bin ich nur auch wieder nicht.
Achso, und Wanda kann natürlich auch von diesen ganzen Viechern stehlen, aber das bringt, ach Gottes Willen, es bringt am besten Willen nicht besonders viel. Ah, ganz genau. Klingeling. Leider lassen die alle kein Brot fallen, das ist ein bisschen schade. Aber auch nicht besonders unlogisch, wenn wir mal ehrlich sind. Oh, 90. 3x90. Aber die müssen ja Gott sei Dank noch zu uns krabbeln, von daher gibt es da weniger Probleme. Ich glaube, wir werden erstmal zuerst dem Vieh widmen, was direkt vor Runner ist, weil Runner ist ja immer so schwer reparierbar. Ja, komm, machen wir dich gleich kaputt. Ja, auch wenn das jetzt ein bisschen Verschwendung war, aber na gut. Müssen wir durch. Um Rana zu schützen, mache ich es einfach mal. So, einmal für dich. Voll aufgeladen, den neuen Motor bringt wie viel Schaden? 88. Ja, das ist doch ganz nett. Ja, und voll aufgeladen bringst du 38. Aber das hat eigentlich keinen neuen Motor drin, von daher ist das verkraftbar. Ich sehe schon, das ist ein guter Kampf. Wir haben keinen Schaden erlitten. Da haben wir ordentlich ausgeteilt. Oder gucken, was wir an Erfahrung kriegen und an Geld. Oh, das ist okay. Also Geld praktisch nicht, aber ordentlich Erfahrung. Das ist doch wunderbar. 241. Kann man was damit machen. Ach, welches Level ist eigentlich die liebe LED? Level 6. Und das nächste Level ist über 7000 erst. Also 7442. Da brauchen wir aber noch einige von diesen Maden als Gegner. Das ist ein bisschen schade. So, was haben wir hier? Okay, wir haben jetzt hier zwei Ausgänge und einen komischen Steg in der Mitte. Wir gehen also erstmal nach rechts unten. Haben es natürlich nicht geschafft, diese blöden Gegner zu meiden. Aber das Schöne ist, LED kann er jetzt reparieren. Kannst es genauso gut wie Grub. Finden wir es raus. Nein, kannst du nicht. Es ist nur ein Balken, deswegen kannst du es nur halb so gut. Na gut, jetzt wieder Grub praktisch rehabilitiert. Jetzt reparieren wir wirklich bis zu Ende kaputt, bitte. Dankeschön. Und das beantwortet auch unsere Frage, ob Reparatur immer gleich mit einem Mal kaputt repariert. Offensichtlich nicht. Na komm. Einmal du. Okay. Dann nochmal eins auf dich. Okay. Na gut. 19. Hätte ich auch eben schon hätte angreifen lassen, aber na ist ja egal. Das macht den Braten auch nicht mehr fett. Mehr Erfahrung, viel mehr Geld. Aber die teilen auch potenziell mehr Schaden aus, von daher. Ja, ja. Und wieder das Ganze nochmal. Schade, Runner müsste hier stehen. Ich kann leider die Reihenfolge nicht wirklich ändern. Also die Position von Maya ist mal relativ fest in der Party. Hätte Runner jetzt auf diese Position auch stellen können. Aber wenn es auf Mayas Position gewesen wäre, hätte er wunderbar hier durchballern können. Sehr schade, dass es nicht geht. Hätte jetzt irgendwie. Achso, sich. Ja gut. Sag ich mal, wie gewonnen, so zerronnen, nicht wahr? Nee, es ist doch nicht wahr. Den Rest wird nochmal hier LED erledigen mit dem kleinen Roboterhündchen. So. Hopp. Genau 9. Das ist doch schön. Ich hoffe, Runner verfehlt jetzt nicht. Das wäre jetzt echt ein bisschen eklig. Nein, er verfehlt nicht. Super. Und damit müsste der Roboter jetzt auch passé sein. Also der Dynamo-Soldat, es sei denn, Maya verfehlt. Was sie ja mit Bravour schafft, offensichtlich. Ed kann manchmal so unglaublich unnütz sein. Ach, du heilst dich nur. Das ist okay. Lustigerweise heilst du dich mehr, als du eigentlich Schaden bekommen hast, aber.
Hoppala, die Granate tut doch ihre Wirkung. Jetzt. Kaputsch. Stirb. Elender Jinam-Soldat. Ich sagte stirb, Elender Jinam-Soldat. Ich verhasse mich schon wieder. Das ist Wahnsinn. Tada. Ja, mehr Geld. Für den lieben Tefkal. So. Und wehe, ist nichts irgendwie Schönes. Oh nein, das ist die richtige Route. Wahnsinn! Und zur Feier des Tages lasse ich die liebe Maya gleich eine Granate schmeißen und hoffen, dass sie beide trifft. Ja, das tut es. Mein Gott! Wanda kann sogar nicht alles durchschießen. Hätte ich mir die Granate auch völlig schenken können gerade. Es sei denn, irgendwas Schlimmes passiert noch, aber das sehe ich hier nicht kommen momentan. Ja, guck mal, auf zwei Balken lasse ich ihn aufladen und dann kann er schießen. Nach den Jinam-Soldaten natürlich. Höflichkeit zuerst. Okay, er wurde verfehlt. Schade, schade. Das kann natürlich passieren bei diesen Strahlen, dass auch mal jemand verfehlt wird. Aber das ist verschmerzbar in der Regel. Das mit mehrere Zieltreffen ist ja auch zum großen Ganzen eigentlich nur ein Bonus. Wir waren übrigens gerade in der Work Area, wie ihr seht. Achso, kurz die Karte zeigen, ganz am Anfang wenigstens. Total sinnlos. Achso, wir können nach oben und nach unten. Wir gehen zuerst nach oben, so war das, glaube ich. Und zwar hinterrücks hinter diesen Jinam-Soldaten lang. Und gehen jetzt ins ankaranische Forschungslabor. Lad, was zum Teufel tust du hier? Daddy, du musst damit aufhören. Nur so. Ich bin nicht dein Daddy, sondern dein Vater. Die Hauptstadt ist gefallen. Ihr Anführer hat uns zu Ihnen geschickt, damit Sie die Doomsday-Maschine stoppen. Stoppen? Dies ist kein Sandkastenkrieg. Ich habe nicht mein ganzes Leben an dieser Waffe gearbeitet, nur um sie aufgrund der Worte eines Kindes verrotten zu lassen. Du hast das gebaut? Wie konntest du? Was glaubst du, warum ich das getan habe? Nachdem deine Mutter an der Jinam-Pest gestorben war, habe ich deine Zukunft vorbereitet, um dir das gleiche Schicksal zu ersparen. Aber mein Kind fällt mir in den Rücken und hört noch nicht einmal auf den einfachen Befehl, zu Hause zu bleiben. Wir haben eine Nachricht. Es bleibt keine Zeit mehr zum Reden. Jetzt muss gehandelt werden. Ich werde nicht zulassen, dass sie gewinnen. Oh, Vater! Ja. Was soll ich jetzt alte machen? Mann. Lass die Waffe stecken. Ich bin hier, um zu helfen. Wer das ist Korn das? Mich hier ist. Eine von Duskers Generälen. Sie hat die Städte auf Terra 3 erobert. Ich bin nicht länger auf seiner Seite. Und warum sollten wir das glauben? Ich kann nicht mehr tatenlos mit ansehen, was Duskias zur Erreichung seiner Ziele tut. Er möchte das Korn erreichen und er weiß, dass die Nationen von Terra 5 ihn daran zu hindern versuchen, um ihren Bergbau zu schützen. Dadurch, dass er Jinam und Ankara sich gegenseitig zerfleischen lässt, wird der Weg zum Korn für ihn frei. Kann man ihn aufhalten? Als erstes müssen wir General Campbell aufhalten, bevor er, ohne es zu wissen, zu Duskias willfährigem Instrument wird. Oh, können Sie uns zu ihm bringen? Ja, mein Schiff steht bereit. Ja. Der Abgang bei Setarkor ist mal wieder geil. Alle zögern wir so ein bisschen. Wir sollten jeden Augenblick da sein. Naja. Warum sucht Duskias das Korn auf? Es ist überliefert, dass alle 100 Jahre, zum Zeitpunkt der großen Konjunktion, die Möglichkeit besteht, sich mit dem Chor zu vereinigen und das Geschenk des Schöpfers zu erhalten. Und Duskias weiß wie? Das denkt er zumindest. Aber die anderen Erwählten sind anderer Meinung. Dann sind die Erwählten kein geeintes Volk? Nein. Duskias Truppen sind nur ein Stamm innerhalb einer größeren Gemeinschaft. Wir sind da. Ja, schön.